So schön das Leben auch sein mag, es kann uns mit Schicksalsschlägen und dergleichen sehr, sehr schnell auch aus der Bahn werfen. Zwei Menschen, die Trauer, Verlust und Schmerz erleben mussten, haben sich zufällig gefunden und aus dieser Begegnung ist dann ein Buch entstanden, um Menschen, die auch vom Schicksal gebeutelt sind, Mut zu machen und ihnen zu helfen. Gleich sind die beiden bei uns. Das erste Kind, das gestorben ist, das war eine Fehlgeburt in der 13., 14. Woche. Dann ist der Kilian in der Schwangerschaft eine Totgeburt. Man hat dann festgestellt, eben, er lebt nicht mehr. Und der Noah war dann ein Frühchen und ist nach ein paar Minuten Leben gestorben. Monika Osl ist Trauerbegleiterin. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Trauer anfühlt und sie hat gelernt, damit umzugehen. Die Trauer braucht Zeit und auch einen Ort, sagt die Lebens- und Sozialberaterin. Vielleicht auch einen starken Glauben. Einen starken Glauben hat auch Georg Schermer, der bis zum Vorjahr fast 23 Jahre lang die Caritas der Diözese Innsbruck geleitet hat. In dieser Zeit sind viele soziale Initiativen von ihm ausgegangen. Ich habe quasi die Caritas mit der Muttermilch aufsaugen dürfen. Und dann waren es schon auch schmerzhafte eigene Jahre, die ich erlebt habe, auch mal zeitlang weg vom Elternhaus zu müssen. Und diese Erfahrung eigener Not, die Erfahrung auch eigener Ausgrenzung, die ich erfahren habe, hat aber meine Widerstandskraft mobilisiert. Und ich durfte dann in unterschiedlichsten Feldern meines Lebens, Arbeitsfeldern, immer wieder auch auf diese Erfahrungen zurückgreifen. Gemeinsame Erfahrungen verbinden Monika Osl und Georg Schermer und diese haben die beiden Tiroler in einem Buch zusammengefasst. Ja, die beiden Autoren sind jetzt bei uns, Monika Osl. Herr Schermer, herzlich willkommen bei uns im Studio 2. Danke, dass Sie Zeit hatten, zu uns zu kommen, weite Anreise von Tirol. Ihre Zusammenarbeit hat ja begonnen aufgrund eines Facebook-Postings von Ihnen. Bin ich da richtig informiert? In der Osternacht nach Besuch im Hospiz habe ich ein Lied gepostet, das Les Miserables, ja? Bring Him Home. Diese Sehnsucht von uns allen, immer wieder nach Hause zurückkehren zu können. Und Monika war sehr berührt davon und daraus hat sich ein leiser Dialog auf Facebook dann. Also Sie haben quasi auf dieses Posting geantwortet und so. Ich war sehr berührt und ich habe dann das geschrieben, aber ich habe mir auch nicht erwartet, dass ich eine Antwort kriege auf mein Posting, weil der Georg Schermer war ein bekannter Mensch in Tirol oder ist ein bekannter Mensch und ich war halt eine Facebook-Freundin von ihm, aber er hat darauf reagiert und daraus ist dann ein Dialog entstanden. Und aus dem Dialog ist ein Buch entstanden, das Sie heute mitgebracht haben und das sehr intime und Einblicke in ihr Leben und ihre beiden Schicksale bringt, die sich schon gewaschen haben. Also wir haben es ja auch im Zuspieler vorhin kurz gehört, sie sind dreifache Mutter, muss man dazu sagen, haben aber auch drei Kinder verloren, zwei während der Schwangerschaft, eins und unmittelbar nach der Geburt. Das muss ja eine Hochschaubahn der Emotionen und Gefühle sein, die kann man ja gar nicht beschreiben. Wie haben Sie das verarbeiten können? Ich habe es auch nicht gewusst, ob ich es verarbeiten kann. Also es hat schon Momente gegeben, wo ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, jetzt ist mein Leben vorbei und ich werde nie wieder ein glücklicher Mensch sein dürfen. Aber es hat dann trotzdem immer wieder eine Lichtung gegeben. Also immer wieder etwas, was mich weitergebracht hat. Was war das konkret? Was hat Ihnen da geholfen? Es war zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, ich habe ein wunderbares Umfeld um mich. Ja. Ich habe Freunde, Familie, die das aushalten, dass ich meine Trauer ausleben kann, die den Schmerz mittragen können haben. Mhm. Es war für mich auch so dieses, die Natur, die mir dann plötzlich so sie auf eine ganz neue Art und Weise gezeigt hat, wo ich einfach sehr viel Ruhe und Stille gefunden habe. Und sich auch die Zeit geben, das zu verarbeiten wahrscheinlich. Die Zeit, die man ja oft glaubt, nicht investieren zu wollen, weil man will ja wieder sein normales Leben haben, aber es braucht die Zeit. Herr Schermer, Sie sind ja lange auch in der Öffentlichkeit gestanden, als Caritas-Direktor, wirken sehr stark und da denkt man sich, okay, der Mann hat sein Leben sowas von im Griff, aber hinter der Fassade schaut es ein bisschen anders aus, weil Sie eine, sage ich jetzt einmal vorsichtig formuliert, nicht ganz einfache Kindheit hatten. Ja, und das war schon auch ein Motiv im Laufe des Entstehens dieses Buches, die Masken, nicht die FFP2-Masken, aber die Masken fallen zu lassen,
Weil ich glaube, es geht sehr vielen Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die kraftvoll wirken, haben all ihre Biografie, ihre Geschichte, haben ihre Sehnsüchte, Hoffnungen, haben ihre Abstürze und Panikattacken. Ich weiß das von vielen Kollegen, die also in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist ein Mutmachbuch. Stell dich doch dieser eigenen Geschichte und teile sie mit anderen. Lassen wir die Fassaden fallen. Und viele sagen, ja, es war schon sehr mutig, so viel von sich preiszugeben, aber ich glaube, wir brauchen das. Ich denke mal, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen in dem Buch geblättert und bin wirklich jetzt auch hängen geblieben, seitenweise, weil es so berührend ist und weil es wirklich, wirklich fesselt, wie Sie selbst über Ihr Schicksal schreiben. Und das sind wirklich unglaubliche Geschichten. Dieses Sich-Öffnen, das ist ja nicht so ganz einfach, oder? Sich preiszugeben vor einer großen Öffentlichkeit, die das Buch dann liest. Aber hat das dann in dem Moment, wo man es zu Papier gebracht hat, auch so eine Art therapeutische Wirkung? Ich glaube, es war uns vor allem nicht wichtig zu sagen, wir sind keine Heroes, wir sind keine Helden, wir haben es nicht überwunden. Leid bleibt immer Leid und es ist der Auftrag einer Gesellschaft, gegen das Leid anzukämpfen oder es zumindest zu lindern. Und uns war immer wichtig, nicht die eigene Geschichte war ein Ansatzpunkt, die Hoffnungslichter, das Positive herauszustreichen. Und was wir schon auch gemerkt haben, was hat uns auch gestärkt in unserer Widerstandskraft? Und da haben wir die Gemeinsamkeit entdeckt, nämlich unsere Väter. Unsere Väter waren die typische Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration. Beiden Vätern ist ein Beide Väter sind hier. Ein Drittel des Buches befasst sich genau mit dieser vergessenen Generation, die keine Hilfen gehabt haben, die mit dem Schicksal Freunde, die vor ihren Augen erschossen worden sind, riesige Schicksale. Wie haben sie das verarbeitet? Und dieses Beispiel der Väter, die ohne Hilfe, die wir heute Gott sei Dank gerade haben, trotzdem ihr Leben gemeistert hat, war für uns wichtig, eine Hommage an diese Generation einfach auch zu hinterlassen. Ich muss dann nur mal fragen, wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Nachdem Sie sich über das Facebook-Posting kennengelernt haben, gab es diesen virtuellen Kontakt. Wann hat es denn den ersten richtigen Kontakt dann gegeben? Wo haben Sie sich im echten Leben sozusagen kennengelernt? Im echten Leben, das war dann irgendwie auch interessant. Ich war Seminarbesucherin und der Georg Schammer war der Seminarleiter von diesem Seminar. Okay. Das war so die erste Begegnung so im richtigen Leben. Ja, und irgendwann war dann der Georg bei mir auf einem Vortrag und da ist es irgendwie entstanden, dass wir gesagt haben, ja, es ist ja einfach, wir erzählen so viele Geschichten, wenn man das irgendwie probiert zusammenzufassen. Und es ist dann aber ein langer Weg gewesen. Also wir haben 3 Jahre daran gearbeitet, wir haben viele Konzepte wieder irgendwie liegen lassen und sind wieder in eine neue Tiefe gegangen. Ja. Und dass es letztlich dann doch ein Buch geworden ist, war eigentlich dann eine Überraschung für uns. Und was uns schon wichtig war, dieses Tabuthema Kindestod, Fehlgeburten, Todgeburten. Ja. Ein Drittel der werdenden Eltern sind damit konfrontiert. Okay. Das ist eine Wunde, die oft dann noch einmal aufdacht, diesem Thema eine Öffentlichkeit zu geben. Mhm. Und die Reaktion unserer Leserinnen und Leser zeigt schon, wie wichtig es ist, diese Geschichten geteilt zu haben. Und wir verstehen uns als Gastgeber unserer eigenen Geschichte, aber auch in der Ermutigung. Bitte, liebe Menschen, schreibt doch selber eure Geschichte. Es muss ja kein Buch draußen, erzählt es. Und das erleben wir viele Menschen. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen was von Ihrer Geschichte erzählt haben. Wir sind leider am Ende unserer Sendezeit. Frau Osler, Herr Schirmer, vielen Dank und alles Gute. Danke für die Einladung. Bei uns geht es weiter mit Konkret und Ockertal.